musst von hier weg. Verlass dieses Haus. Warte nicht auf Dr. Perry. Warte auf niemanden. Warum tust du nicht, was ich dir sage? Warum hörst du nicht auf mich? Warum hört hier niemand auf mich? Wenn es eine Lösung für Helens Problem gibt, so sollte sie in andere Hände gelegt werden als in die eines simplen Landarztes. Das Einzige, was mich zurückhält, Ihnen die passende Antwort zu geben, ist die Gewissheit, dass ich Ihnen dabei das Genick brechen würde. Was gibt es, Herr Doktor? Der gute Onkel Doktor hat seinen Humor verloren und wollte zum Faustkampf übergehen. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber nach dem Vorfall heute in der Stadt müssen wir für die nächsten Tage besonders vorsichtig sein. Wenn Sie irgendetwas bemerken, vielleicht sogar hier im Haus, das Ihnen verdächtig vorkommt, so verständigen Sie mich. Und wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie jederzeit zu mir kommen.